Hallo meine Hübschen! Heute habe ich für euch so eine Art Face of the Week. Ich zeige euch meine Make-up-Routine der gesamten letzten Woche und die sah halt so aus. Ich habe nur Drogerieprodukte benutzt, damit es einigermaßen günstig bleibt. Ihr findet die Produkte und die Preise alle unten in der Infobox und ich hoffe, das Make-up gefällt euch so. Also, ich fange mit Foundation an und zwar benutze ich heute die Catrice All Matte Plus Foundation. Ich nehme davon 2 Pumphübe, das reicht aus. Und benutze mein Ebelin Make-up Eye, um die Foundation aufzutragen. Sie hat mittlere Deckkraft. Mattiert finde ich nicht stark. Das gefällt mir sehr gut. Als nächstes benutze ich Concealer. Und zwar habe ich hier den Fit Me Concealer von Maybelline. Ich glaube, sehr viele von euch mögen den auch total. In der Farbe 15. Und ich trage den unter den Augen auf. Ruhig großzügig. Ich mag das ganz gerne. Und wieder mit dem Make-up-Eye gehe ich mit der Spitzenseite und das Auge und verblende den Concealer. Damit das Ganze jetzt einigermaßen gut hält, benutze ich Puder. Ich benutze das Alverde Mineralpuder in 01 Porcelain. Und ganz wichtig, vergesst nicht, eure Lider abzupudern. Wenn ich das vergesse, und auch hier so unterm Auge, dann habe ich später überall Mascara im Laufe des Tages und Eyeliner. Und das Puder verhindert, das ist echt ein guter Trick. Catrice Date with Ashton für die Augenbrauen. Ich fülle sie nicht allzu sehr aus. Eigentlich verlängere ich sie nur so ein bisschen. Und dann kommen wir zu den Augen. Ich benutze heute Gel-Eyeliner, und zwar schwarzen. Ihr könnt aber natürlich auch braun oder grau oder so benutzen, ganz wie ihr wollt. Meiner kommt von Maybelline und das ist der Gel-Eyeliner in 07 Black Chrome. Danach benutze ich natürlich Mascara und vorher bringe ich meine Wimpern mit meiner Wimpernzange in Form. Es ist übrigens ein Schritt, für den ich mir ruhig ein bisschen Zeit lasse. Ich finde nämlich, dass es echt einen großen Unterschied machen kann, ob die Wimpern jetzt halt gut in Form gebracht worden sind oder nicht. Zumindest bei meinen Wimpern. Okay. Sieht man einen Unterschied? Ich hoffe, man sieht einen. Meine Mascara kommt von L'Oreal und das ist die Volume Million Lashes Mascara. Ist jetzt zwar nicht mein Liebling, aber ich finde, sie definiert die Wimpern traumhaft schön. Und das ist der Look, den ich heute gerne schminken möchte, also. Und als nächstes kommt das, was praktisch den Look ausmacht. Ich trage roten Lippenstift auf, und zwar meinen allerliebsten roten Lippenstift aller Zeiten. Das ist der von Maybelline in der Farbe 547 Pleasure Me Red. Das ist ein tolles Rot. Und ich trage den ganz einfach unkompliziert aus der Tube auf. Das war definitiv nicht die professionellste Art, es zu machen, aber es funktioniert. Und als letztes trage ich noch so ein bisschen was auf die Wangen auf, und zwar zwei Dinge. Erstens von Rival de Loup den Baked Highlighter in Moondust und zweitens den Essence Silky Touch Blush in der Farbe 50 Sweetheart. Ich mache das deshalb im Moment ganz gerne am Ende, weil ich wirklich nur ganz, ganz wenig Rouge auftragen möchte und wenig Highlighter. Ich finde, die Lippen sind bei diesem Look wirklich im Vordergrund und es fällt mir einfach ein bisschen leichter abzuschätzen, wie viel von dem Rouge ich brauche, wenn der Rest schon fertig ist. Also, erstes Rouge. Wirklich nur ein kleines bisschen. Und den Highlighter trage ich so ein bisschen weiter oben auf. Hier. In so einer C-Form. Seht ihr das C? Ich hoffe, ihr seht das. Und damit sind wir fertig für heute. Ganz ehrlich, ich finde, jedes Mal, wenn man wirklich so knalligen, dunklen Lippenstift trägt, wertet das gesamte Make-up total auf. Also ihr habt ja gesehen, es war jetzt nicht so super aufwendig, halt ein bisschen Make-up und Wimpern getuscht, Eyeliner, roter Lippenstift, fertig. Und ich finde, es sieht nach viel mehr Arbeit aus. Jedes Mal, wenn man halt so richtig knalligen Lippenstift trägt,
finde ich, bringt das Ganze irgendwie auf ein anderes Level. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, was ihr von dem Look haltet und ob er euch gefällt oder nicht. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Irgendwas ist nicht richtig mit meiner Stimme im Moment, sorry.